Er hat sich etwas Zeit genommen für die Belange der Stadt Memmingen. Markus Rindersbacher, Fraktionschef der SPD im Bayerischen Landtag, wollte wissen, was die Stadt bewegt. Wie überall im Freistaat sind es auch hier die Finanzen, die Oberbürgermeister Ivo Holzinger Probleme bereiten. Der Einbruch der Gewerbesteuer um rund 42% und die anhaltende Diskussion um deren Zukunft machen auch der Stadt Memmingen erhebliche Sorgen. Holzingers Appell an die SPD ist, dass sie nicht nachhalten sollen und nachgeben sollen beim Einsatz für die Gewerbesteuer. Die Gewerbesteuer ist die wichtigste kommunale Steuer. Sie ist das Band zwischen der Wirtschaft in der Stadt, in der Kommune, in der Gemeinde und der Kommune, dem Stadtrat und Gemeinderat einerseits und andererseits auch vom Aufkommen her nicht durch Steuern der Bürger zu ersetzen. Also das gebe ich ihm auf jeden Fall mit, das ist der Hauptpunkt. Es gibt noch viele Kleinigkeiten, aber der wichtigste Punkt ist, lasst die Gewerbesteuer, wie sie ist. Rindersbacher und seine Parteigenossen aus dem Landtag sind fleißig unterwegs. Das Ziel, Nähe demonstrieren. Und überall im Freistaat dürften es ähnliche Probleme sein, die die Kommunen beschäftigen. Die Wirtschaftskrise und ihre Folgen haben tiefe Löcher in die kommunalen Kassen gerissen. Wenn nun auch noch die Gewerbesteuer ausgehöhlt bzw. gekippt würde, dann stünden die Städte und Gemeinden vor schier unlösbaren Problemen. Ja, und Markus Rindersbacher ist jetzt bei mir im Studio. Grüß Gott, Herr Rindersbacher. Grüß Gott, Herr Jo. Sie kommen im Rahmen der Regionaltour, ich denke, man könnte es so sagen, ordentlich rum im Freistaat. Wie sieht es denn in den anderen bayerischen Kommunen aus? Drückt da der Schuh in Sachen Gewerbesteuer auch so sehr wie in Memmingen? Es gibt so etwas wie eine kommunale Finanznot, und zwar überall in Bayern. 40% der bayerischen Gemeinden sind nicht mehr dazu in der Lage, die eigenen Schulden und die Zinsen dafür zu tilgen. Das ist eine wirklich dramatische Situation, und deshalb werden wir auch im Jahr 2011 uns mit der Situation der kommunalen Finanzen auseinanderzusetzen haben. Ich denke, wir brauchen einen besseren kommunalen Finanzausgleich als das, was Minister Fahren schon jetzt ausgehandelt hat. Es drückt in vielen Bereichen der Schuh. Jetzt soll die Gewerbesteuer, zumindest sind die Pläne der Bundesregierung so möglicherweise fallen, ausgehöhlt werden. Da sind Sie aber strikt dagegen, ne? Ja, das wäre absolut fatal, wenn wir an der Gewerbesteuer herumschrauben. Die Gewerbesteuer ist die zentrale Einnahmequelle der Kommunen, also dort, wo die Menschen leben, wo Lebensqualität organisiert und Demokratie gelebt wird. Und wenn es jetzt heißt, wir wollen an die Gewerbesteuer ran, dann muss Schwarz und Gelb schon auch sagen, was die Alternative ist. Und die Alternative bedeutet, dass wir, die Bürgerinnen und Bürger in den Kommunen, im Schnitt 2000 Euro mehr Steuern im Jahr bezahlen müssen. Ich denke, das ist nicht zielführend. Deshalb sollten wir an dem bewährten System der Gewerbesteuer unbedingt festhalten. Sprich, wenn die Gewerbesteuer fällt, trifft es dann wieder den kleinen Bürger. Da führt dann kein Weg dran vorbei, oder? Definitiv. Also es ist so, dass die kommunale Finanznot erstens noch größer würde. Wir haben ja jetzt schon in vielen Bereichen Schulen, wo es durch die Decke tropft und der Bürgermeister nicht weiß, woher er das Geld nehmen soll. Der Freistaat Bayern macht sich da einen schlanken Fuß. Und wenn jetzt die Bundesregierung auch noch eine falsche politische Steuerung vornimmt, dann muss man am Ende sagen, so kann es nicht gehen. Und es kann auch nicht sein, dass das, was die Unternehmen leisten für unsere Kommunen, man stellt ihnen ja auch die Infrastruktur zur Verfügung, dass die sich jetzt aus der Verantwortung ziehen und am Ende der kleine Bürger in Anführungsstrichen das Ganze finanzieren muss. Kommen wir nochmal auf das Thema Regionaltour zu sprechen. Die läuft seit einem Jahr. Sie und Ihre Landtagskollegen von der SPD sind fleißig unterwegs. Kann man so nach einem Jahr schon sagen, so ein kleines Resümee ziehen, was hat es denn der Bayern-SPD gebracht, dass viele unterwegs sein? Na, ich denke, wir werden wieder wahrgenommen, weil wir machten einen guten Job auch im Bayerischen Landtag, sind dort in den 12 Ausschüssen sehr fleißig, selbst unsere politische Konkurrenz anerkennt, Mensch, die Sozialdemokraten dominieren in vielen politischen Bereichen, nicht nur beim Sozialen, sondern auch bei der Bildung, auch in der Wirtschaftspolitik, Haushaltspolitik gegenwärtig. Nein, wir wollen das auch unmittelbar vor Ort kommunizieren, was wir im Bayerischen Landtag tun. Und da ist es am besten, wenn man ganz unmittelbar auf die Menschen zugeht und mit ihnen das Gespräch sucht. Ich habe sehr gute Erfahrungen gemacht. Die Leute erkennen auch, da tut sich ein bisschen was bei der Bayerischen SPD. Junge Leute plötzlich in der Verantwortung, die gehen offensichtlich die Dinge auch mal ein bisschen anders an als die Vorgänger. Schauen wir uns das mal an. Und ich bin ganz zuversichtlich, dass dieser Weg der Seriosität und der Solidität auch den entsprechenden Zuspruch findet in der bayerischen Bevölkerung. Dann wünsche ich Ihnen weiterhin viel Erfolg und viel Spaß auf der Regionaltour, aber auch im Bayerischen Landtag. Ich wünsche Ihnen ja, einen guten Rutsch, ein frohes Fest und man sieht Sie vielleicht mal wieder. Vielen Dank, Herr Jung. Dankeschön. Ja, und wir machen jetzt eine kurze Pause und danach geht es dann weiter mit dem Nachrichtenüberblick.